Hallo und willkommen auf Review Entertainment. Ich bin Leo Wolf One. Das ist das letzte Mal, dass ich diesen Satz sage. Ja, auch. Das ist mein Abschiedsvideo für euch. Von mir. Gründe sind ganz simpel. Ich schaff's einfach nicht mehr. Momentan ist das körperlich, meine Arbeit momentan so anstrengend, dass ich mich verabschieden muss. Und einfach mich anderen Sachen widmen muss und möchte. War eine schöne Zeit bei euch, war sehr lustig und hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, dass man sich sieht ab und zu mal. Ach, keine Ahnung. Ja, ich verlasse nur Video Entertainment, keine Angst. Ich selber mache Videos weiter auf meinem Kanal. Also, falls ihr mich zu sehr vermissen solltet, könnt ihr ja auf meinem Kanal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich weiterhin Spaß auf Review Entertainment und hoffe, dass das noch sehr, sehr viele Jahre weitergeht und noch sehr viele coole Leute dazukommen und die halt wirklich walken und machen und keine Ahnung. Gut. Ja, ich dachte, heute stehe ich mal noch, weiß ich gar nicht, wenn ich schon mal vorgestellt habe, Transformer die Rache als Transformer Teil 2 mal vor in dieser Papp-Variante, also es ist die 0815 Variante. Es gibt nur eine zweite Variante als Blu-ray, aber da ich kein Blu-ray habe, ja. So. Optimus Prime Bumblebee, paar kennt ihr ja schon, hier auch schön die Toys, also die Spielsachen, die DVD und Megatron. So. Ich versuche mich heute mal ein bisschen kürzer zu fassen. Megatron wurde im ersten Teil ja vernichtet mit anderen zusammen. Und jetzt wird Megatron zurückgeholt und zwar von seinem ja untergebenen Soundwave, der den Splitter eines, naja, den Splitter dieses Allsparks oder eben dieses Würfelzeit findet. Interessant ist wirklich, erst hat diesen Splitter unser Sam Winwicky, der dann seine ganze Küche zum Leben erweckt, aus Versehen. Das ist, diese Küchenroboter sind echt das Lustigste. Auch so an sich ist echt der Film sehr gelungen, sehr humorvoll. Also ich fand ihn sehr witzig, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch im Großen und Ganzen. Es gab viele, die das nicht so anscheinend gut fanden, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Megatron dank dieses Splitters reaktiviert und erhält eine neue Form. Und zwar kann er sich jetzt in einen Panzer verwandeln und in einen Jet, was ihn rein theoretisch zum Triple Changer macht. Gibt es aber leider nicht als Toy. Das wäre nun noch der Oberhammer, aber egal. Story. Auf jeden Fall schafft Megatron es leider eben Optimus zu töten. Und Sam erfährt, dass es ein eine Megawaffe auf der Erde gibt, die die Erde vernichten soll, vielmehr die Sonne, damit halt aus dieser Explosion Energon gewonnen werden kann, was die Decepticons brauchen zum Überleben. Jo, auf der Suche nach einem Schlüssel, was diese Waffe auslösen kann und wie es denn nachher anscheinend rausstellt, auch vielleicht Optimus reaktivieren kann, finden sie auch diesen Uraltbot Jetfire. Jetfire war mal ein Decepticon, hat sich aber entschieden, einfach ein Autobot zu sein. Und das ist auch eine ziemlich coole Sache, eine ziemlich coole Message, also eine. So, du kannst dich entscheiden, halt nicht immer Böses zu sein, du kannst dich ja auch entscheiden, gut zu sein. Also, du hast die freie Entscheidung. Gut, das sind so die guten Sachen des Films. Die Story an sich ist echt genial, die Effekte sind super. Das einzige Manko, was mir persönlich nicht gefällt, ist die Sache mit Fallen. Ich mag Fallen nicht. Ich mag auch nicht, dass Megatron sich irgendwie unterwirft, weil für mich war Megatron und ist Megatron eigentlich immer der Anführer der Decepticons und einfach mal
derjenige, der dafür Sorge trägt, dass die Decepticons entstanden sind, mehr oder weniger. Und nicht, dass er irgendwie einen Meister hat, den er denn, ha, Meister, lasst mich eure Schuhe lecken. Das ist eins, was mir persönlich nicht gefällt, aber das ist Geschmackssache. Was cool ist, ist der größte Bot, den wir diesmal haben, ist Devastator. Das Ding ist gigantisch, also wow. Die Effekte von Devastator, also diese CGI-Sachen und so, wow. Hat mir echt gefallen. Wirklich genial rübergekommen. Und ich kann einfach nur empfehlen, schaut mich an. Ich versuche natürlich nicht zu viel zu verraten. Ich sag euch nicht, wie es weitergeht. Ich sag euch nicht, was passiert. Schaut euch an, es gibt viele coole Bots, es gibt viele coole Effekte, Schlachten, es gibt so viel, wozu was sich lohnt. Falls ihr diesen Film immer noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Er hat eine glatte 1 verdient. Jo, das war's. Gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. War lustig bei Review Entertainment. Ich hoffe, ihr habt es genauso empfunden. Man sieht sich irgendwo, irgendwann, spätestens auf meinem Kanal. Ich sage Tschüss, bis dann.